Fridolin Wagner, dritter Test, dritter Sieg, heute mal vom Gegner ja schon ein anderer Härtegrad. Wie hast du es jetzt so im Spiel erlebt? Wie würdest du das Spiel auch bewerten? Ja, ich glaube, der Gegner heute war auf jeden Fall besser als die letzten beiden. Aber ja, es ist ein Testspiel, ich würde das nicht überbewerten. Aber wir haben schon viele Sachen richtig gut gemacht, muss ich sagen. Bin ich selber ein bisschen überrascht, dass wir nach so kurzer Zeit auch defensiv so sicher stehen. Und ja, deswegen war das, fand ich, sehr gelungen heute. Was hat aus deiner Sicht nach vorne auch schon alles funktioniert? Ich meine, man hat ja auch wieder dreimal getroffen. Ja, also bis ins letzte Drittel, glaube ich, lief der Ball ganz gut. Manchmal fehlt noch ein bisschen der letzte Pass oder die Abstimmung vorne. Und ja, daran werden wir arbeiten. Ist ja klar, dass jetzt noch nicht alles funktioniert. Aber ja, mit Ball sah es auch ganz gut aus, glaube ich. Ging aber heute auch lange wieder darum, so einen Riegel zu knacken, oder? Ich meine, Haltern stand schon auch wieder viel im letzten Drittel und hat verdichtet. Ja, klar, das kommt dann erschwerend hinzu. Aber trotzdem müssen wir auch gegen solche Gegner Lösungen finden. Das ist uns heute auch zum Glück dreimal gelungen, deswegen alles gut. Wie waren jetzt auch für dich die ersten Auftritte im Preußen-Trikot? Auch wie fühlst du dich so? Wie ist es jetzt anzukommen? Ja, also ich muss sagen, die Mannschaft ist super. Gibt viele nette Jungs, da hatten wir schon sehr viel Spaß. Und auch Münster an sich, eine sehr schöne Stadt. Alles sehr professionell, muss ich sagen, für einen Drittligisten. Das hat mich sehr überrascht. Und ja, bisher kann ich nur Positives berichten über den Verein und die Stadt. Philipp Hoffmann, drittes Testspiel, dritter Sieg. Du heute mal 90 Minuten, wie hast du es auf dem Platz erlebt? Ja, ich glaube, wir haben das phasenweise schon sehr, sehr gut gemacht. Das war jetzt mal ein etwas besserer Gegner als die Gegner davor. Trotzdem haben sie sehr, sehr tief gestanden. Das ist dann immer schwer, gerade wenn der Platz noch relativ stumpf ist, wo dann der Ball nicht so wirklich gut rollt. Aber ich glaube, wir haben das teilweise schon sehr gut gemacht. Hatten noch die ein oder andere Möglichkeit, wo es dann hätte höher ausgehen können oder müssen sogar. Aber ich glaube, alles in allem war das ein ganz guter Test für uns. Wie findet ihr auch so als Team nach und nach zusammen? Ja, es sind viele Neue hier, aber die haben sich sehr, sehr gut eingelebt, muss man sagen. So das Klima ist auf jeden Fall, das passt. Jetzt muss sich halt klar, so die Feinabstimmung, das wird sich alles weiter finden. Gerade nächste Woche dann im Trainingslager, denke ich. Der Trainer bringt auch eine neue Spielphilosophie mit. Das wird sich alles ein bisschen mehr noch festigen jetzt, denke ich. Aber ich glaube, so in den Grundzügen kommt man schon einiges erkennen. Danke. Sven Hübscher im dritten Test. Der dritte Sieg, jetzt ein 3-0, auch gegen den TuS Haltern. Wie bewertest du das Spiel, die Leistung deiner Jungs? Positiv. Das Ergebnis ist das eine. Natürlich ist es auch wichtig, die Spiele zu gewinnen, damit die Jungs auch eine gewisse Mentalität entwickeln und gierig auf Siege werden. Aber die Art und Weise war, glaube ich, auch heute entscheidend, dass wir sehr viel Spielkontrolle haben. Ich glaube, ich habe gerade gehört, wir haben auch keine Torchance zugelassen. Wir hatten sehr viel Spielkontrolle, waren sehr dominant, klar gegen einen Gegner, der auch erst 3 Tage im Training ist, da keine Frage, undankbare Aufgabe für Haltern. Aber ich glaube schon, dass von den ersten zwei Spielen zu heute ein deutlicher Schritt zu erkennen war. Inwieweit siehst du auch so deine Ideen, deine Ansätze schon umgesetzt? Ja, Ansätze. Also wir sind ganz am Anfang, etwas zu entwickeln. Und es gibt viele Themen, die wir gerade versuchen, parallel zu bearbeiten. Aber in allen Bereichen, ob das jetzt Gegenpressing ist oder ob das die offensive Organisation ist, machen wir einfach Fortschritte. Und ich glaube, dass die Idee so langsam bei den Jungs im Kopf ankommt. Langsam, aber wir bleiben dran. Da helfen dann quasi im 3-Tages-Takt die Testspiele auch weiter, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen hatten wir heute einen Gegner, der zumindest in der ersten Halbzeit ein bisschen offensiver gestanden hat und verteidigt hat. Weil in den ersten beiden Spielen hatten wir kaum Raum, überhaupt unsere Zonen zu finden, unsere Räume zu finden. Und das wird jetzt vom Niveau her wird's interessanter. Und wir finden dann auch besser die Räume und kommen auch gut hinter die letzten Linien. Das ist für uns wichtig. Und je besser wir da die Spiele auch dosieren können, umso besser ist das für uns. Danke.